Willkommen zurück zu Let's Play Fliff. Ich habe jetzt kurz mal offscreen bis Level 29 und 43% aufgelevelt. Aus einem bestimmten Grund, ich habe auch noch nebenbei die Hamapel Quest und die müsste jetzt eigentlich 60% geben. Ja. So, dann kann ich schon das nächste auch schon annehmen. Oder? Moment, was ist das für eins? Nein, das ist eins der vorherigen. Ja, wir sind jetzt Level 30. Und haben jetzt sozusagen auch schon die Möglichkeit, die Bankquest in Flaus zu beginnen, aber wir hätten zuerst kurz das Reonan-Quest updaten. Da müssen wir bis Level 30 leveln. So, jetzt müssen wir nur noch zum Captain Hobo gehen und dessen Schwert droppen. Das ist unser Quest-Item. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir die Elementar Card Box und EXP. Und ich glaube, im nachfolgenden Quest davon kriegt man dann das Level 30 Set gebunden auf plus 3. Bin mir zwar nicht sicher, aber es kann dahin kommen. Und außerdem habe ich noch dies und dies hier gedroppt bei den Mobs. Halt, die Wings, die laufen halt nur 3 Tage und das Pad 7 Tage, aber ist jetzt eigentlich auch egal. Wenn wir auf dem Hinflug sind, können wir mal schauen, was wir da aus dieser Boosterbox kriegen. Ich habe jetzt mal wieder 10 Stück gesammelt. Wollen wir mal schauen. Alter, das Spiel verarscht einem ein bisschen. Ja, dann sagen wir mal so, die Abkasse kann man ja gut gebrauchen und da die Power Scrolls ja gut zum Leveln, aber wir haben leider immer noch kein permanentes CS-Pad und ich glaube kaum, dass ich da nochmal zum Aufnehmen komme, weil ich kann da nur so 3 Parts in die Woche machen. Also müssen wir leider darauf verzichten. Oder schauen wir mal, je nachdem, was wir noch ein paar Level kriegen, können wir noch die ganzen Box auch öffnen. Das ist eben das Doofe daran, dass es nur noch 2 Wochen geht. Okay, welche Art von Mobs müssen wir töten? Die Captain? Ja. Das könnte unter Umständen ein bisschen dauern. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert wie mit den Buckrow im letzten Partner. Aber ich befürchte, es dauert so lange. Weil es halt wieder eine dieser Quests ist, die eigentlich regelrecht schwierig zum Droppen sind. Genießen wir einfach noch die Zeit, die wir mit dem Pad haben. Allzu lange wird das ja leider nicht mehr sein. Aber da könnt ihr es auch sehen, wie typisch mein Lucky ist. Das ist, ja, random, würde ich sagen. Manchmal habe ich Luck und manchmal eben nicht. Das könnte jetzt wieder unter lange dauern. Wenn es zu lange dauert, dann cutte ich das auch wieder raus. Mal gesagt, nicht den ganzen Part damit verschwendet haben. Aber wollen wir mal hoffen, dass es jetzt dann gleich kommt. Und ja, wir haben's. So, dann wäre das erledigt, dann können wir das ja abgeben. Und die Giganten für das nächste Quest, das wir dann ab Level 31 haben, das habe ich ja natürlich auch schon vorausgesammelt. So, dann geben wir die mal ab. So, jetzt müssen wir zurück zu Reonan, ne? Ja. Und natürlich haben wir noch eine Elementar gehabt, was die halt
die enthalten jetzt hier diese Elementkarten. Flame, River und so weiter und so fort. Aber ich glaube jetzt mit dem nächsten müssen wir dann bis 40 leben, bevor wir mit dem Reonan-Quest dann weiterfahren können. Ist dann also für mich wieder Offscreen-Leveling. Ja. Muss ich nur schauen, wann ich da mal so Lust habe. So, jetzt haben wir das Kuruse plus 3 und 2 Millionen Penya gekriegt. Benutzen wir das ja mal. Es ist eigentlich Kuruse, aber es ist das Iram-Set. Merke auch jetzt gerade. Die Effekte können sich sehen lassen. Das ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Eine weitere Inventar-Cardbox oder wie? Naja. So, dann wollen wir mal mit der Bank-Quest mal beginnen. Aber zuerst verkaufen wir mal das hier, was wir ja nicht mehr brauchen, weil ich will nicht so viel im Inventar haben. Muss jetzt mal schauen. Es kann sein, dass ich dann bis Level 40 natürlich wieder offscreen mache, weil es wird einfach wieder zu viele Parts fressen. Allein auf Level 30 hat schon 1-2 Stunden gedauert. Und wie sich jetzt die Drops da von dem Psychotrop-Event abgeändert haben, da bin ich immer noch nicht so schlüssig geworden. Oh, und hier bei Ludo können wir natürlich das Quest annehmen. Schauen wir, ob wir das in einem Part unterbringen können, das wäre nämlich nice. Zur Not wird es dann halt eine überlange Folge oder wir würden es cutten. Aber mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Es gibt dann sagen, von diesem Quest gibt es zwei Teile, der zweite Teil ist dann erst ab Level 60, aber dafür muss man schon den ersten Teil gemacht haben. So, und zum ersten müssen wir jetzt einfach simpel ein Red Bang Head droppen. Und das droppen wir von einer dieser Red Bangs, die sich da oben verstecken. Es gibt noch weitere, die sind dort hier, aber da kommt man nur sehr schwer ran. Da muss man sich durch einen Labyrinth voller unsichtbaren Mauern kämpfen. In dem vorderen Ort sind auch ein paar welche. Weiß auch nicht, ob die schon von Anfang an dort waren, weil... Sagen wir mal, zum Release habe ich ja noch nicht gespielt. Das muss ich überlegen, wann habe ich angefangen? Schon ziemlich lange, würde ich sagen, weil ich kann es mir gar nicht mehr erinnern. Lauf gut 8 Jahren vielleicht. Damals auf Ryzen, wurde zu Devos und dann von Devos abgesprungen und auf CW gewechselt. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht lange dauert, den simplen Head des Red Bangs zu kriegen. Und jetzt dann auch noch zwei Parts. Aber das sieht jetzt momentan noch gut aus. Ich versuche natürlich so viel wie möglich zu zeigen, aber es wird jetzt dann auch mal eine Zeit kommen, in der ich dann auch nicht mehr so viele Parts aufnehmen kann, heißt sprich, weil so ein was dann halt vom Zeitaufwand wieder mehr wird. Wäre jetzt nur schön, wenn wir jetzt mal diesen Head of Red Bank bekommen, oder droppt das generell nur der Troop Leader? Es wäre dann assi, wenn er das täte. Von denen gibt es nur, soviel ich weiß, zwei oder drei Stück.
Glück hier. Und ich sage, das Quest kann auch nervig werden. Vor allem, wenn es wieder so lange dauert für einen simplen Red Bang Head. Für so einen simplen Style. Also wenn ihr das Quest machen wollt, dann empfehle ich euch lieber eine Party dafür zu nehmen. Also mit Drop-Skills und so. Weil es spart wirklich sehr viel Zeit. Aber jetzt haben wir den Head, also können wir wieder zurück und das mal abgeben. Ich glaube, die dauert jetzt auch nicht so immens lange. So, jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurückfliegen. Jetzt frage ich mich noch, gibt es dort oben einen Teleportpunkt? Ja, gibt es. Da benutzen wir doch mal ein paar Premium-Teleport-Maps, wenn wir die schon geschenkt kriegt. Wäre ja nur von Vorteil. Aber ich will jetzt auch nicht gerade alle verwenden. Ich will jetzt hier damit einfach nur Zeit sparen. So, jetzt müssen wir den Safe droppen. Das sollte eigentlich auch von beiden Sorten möglich sein. Drop oder Leader. Spielt keine Rolle. Es ist einfach nur der Zeitaufwand. Wenn man jetzt nicht gerade Premium Teleport Maps hat. Das stört jetzt gerade. Dann braucht man da schon. Ja gut, 30 Minuten, wenn nicht sogar länger. Aber kommt halt doch auf ein bisschen aufs Lack an. Entweder man bekommt es sofort oder man bekommt es noch nicht. Und da haben wir es schon. Das ging jetzt ein bisschen schneller, ne? Red Ballon. Also, nein, der Pink Ballon ist auch nice, aber dann müssen wir jetzt warten, bis der Yellow Ballon abgelaufen ist. Und es wäre halt erst in 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob das Ingame-Zeit ist oder. Das weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Ich weiß nur von dem normalen Ballon, dass die Serverzeit basierend sind. So, jetzt dürfen wir natürlich den ganzen Weg nochmal fliegen und diesmal für ein Enthalswort. Und dazu müssen wir noch einen Red Bank Troop Leader besiegen. Ich ziehe das mal kurz raus, dann sieht man das auch. Und ich glaube, ich weiß, wie ich die Parts überbrücke. Ich glaube, ich kann das sogar zeigen bis 40. Wir werden dann einfach da Questies fahren gehen. Hab ich jetzt so einfach so beschlossen. Sollte auch gehen. Und eben, man kann sie auch zur Not immer noch rauskanten, wenn es da zu lange dauern würde. So. Aber schauen wir mal, dass wir dieses Quest jetzt innerhalb dieses Partys beenden können. Ich werde natürlich auch den zweiten Teil des Red Bank Quest zeigen. Sobald dieser verfügbar ist. Aber es gibt noch ein kleines Problem. Wir können den ersten Teil noch nicht ganz beenden, weil der letzte Teil vom ersten Teil beinhaltet, dass wir den Nordbank töten müssen. Und das ist so ein Giant Level 40. Und ich glaube wohl kaum, dass wir den mit Level 30 schon packen würden. Weil ich bezweifle das ein bisschen eher. Alter, also jetzt hat. Also jetzt haut er. Aber astrein. Wollen wir hoffen, dass das nicht so lange dauert. Für das Enta.
entanales Wort. Das soll sagen, dass das Schwert für den Blade, wovon ich im letzten Part gesprochen habe. Es wird dann, würde man schon sagen, ab 48 wird es dann auf jeden Fall interessant. Da werden wir dann Oris und Moons fahren gehen, um da uns ein bisschen Geld anzuscheffeln. Zumindest mal meine Planung vorerst. Wenn das so weitergeht, haben wir jetzt bald noch das Level Up hier. Aber ich befürchte, dass nur der Truppleader es hinterlassen kann. Befürchte ich langsam ziemlich. Wie ich es dann im nachfolgenden Parts mache, entweder mit rauskommt oder rauskommt, das entscheide ich dann noch demnächst mal. Ich bin dann noch ein bisschen unschlüssig. Und das jetzt der Agro mit angreift, ist jetzt ein bisschen doof. Aber es ging noch gerade gut. Jetzt sehe ich es kommen, wir scheitern an einem entanales Wort. Nur weil es der Red Bank Troop Leader nicht hergeben will. Und da habt ihr schon. Wenn man vom Teufel spricht, dann geben sie es einem meistens her. Aber wenn ihr meint, das wäre schon das Nervigere. Es gibt noch nervigere Teile daran. Ja, was ich werde mal schauen, ob ich das entanales Wort verkaufen könnte. Zumindest noch für ein paar hunderttausend. Ja, mal schauen. Und ich laufe jetzt gerade zu weit, merke ich. Wir sind ja dorthin. Hat es nur das entanales Wort gegeben? So, jetzt kommen wir zu einem der nervigeren Abschnitte. Jetzt müssen wir fünf Troop-Members, ein Troop-Leader und dann sieben Symbole einsammeln. Und das dauert ohne PSF. Schon ein bisschen lang. So, zum letzten Mal noch. Eine Premium Teleport Map und dann schauen wir mal, dass wir das erledigen können. Ich glaube, danach kommt ja nur noch der Lord Bang und das machen wir dann mal, wenn wir mal ein angemessenes Level haben. Also ich würde sagen, 40 sollte etwa genügen. Weil ich will ja mir möglich den zweiten Teil des Red Bang Quests auch zeigen. Und die Symbole, die haben wir natürlich wieder von beiden Sorten bekommen. Und nur mit PSF wird es schneller gehen. Aber wenn es gut geht, dann schaffen wir das sogar alles in diesem Part. So, das erste Symbol hätten wir schon mal. So, dann mal den Drop Leader killen. Es muss ja nur einer weg. Die Symbole kann man dann auch von den Troop-Members sammeln. Da muss man jetzt nicht zwingendermaßen den Leader dafür besiegen. Und das geht dann auch wieder ein bisschen chillig voran. Halt nur die Symbole, die könnten halt nervenaufreibend sein. Also ich glaube, die geben gar keine XP, kann das sein? Ja, die geben keine XP. Und wir haben erst ein Symbol. Ein einziges Symbol und sechs fehlen noch. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Ein anstrengender Tag, ne?
dann wären es nur noch 5. Ich werde dann nach diesem Part natürlich eine Pause machen, dann werde ich dann noch einen im Anschluss aufnehmen. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich doch das alles offscreen machen. Dass wir dann im nächsten Part, den ich dann erst nächste Woche aufnehme, dass wir dann schon mit der Eonan-Quest weitermachen. Dann werde ich das mal irgendwann mal so in der Woche mal so offscreen da auf 40 ziehen. Da finden jetzt auch noch 3 Symbole. Also allgemein würde ich mir von Webzen wünschen, sie würden mal ein bisschen gescheitere Events bringen. Aber ich habe schon nichts dagegen, wenn sie überhaupt schon mal ein Event rausgebracht haben. Das war jetzt auch bitter nötig. Wie lange hat jetzt Fliff kein Event? Ich glaube über einen Monat, oder? So, jetzt noch ein Symbol und dann wird das endlich geschafft. Dann... dann kriegen wir natürlich noch 357.000 Penya. Und natürlich, glaube ich, XP. Und da haben wir schon... Ja, XP. Dann können wir natürlich das 31er Quest natürlich auch schon abgeben. Oh, wir haben sogar 1 zu viel. Ja, besser 1 zu viel als 1 zu wenig. So. Ach ja, von Gigantes kann man so kleine Instanzenquest annehmen, aber das ist so uninteressant, dass ich die einfach weglasse. Die geben mal erstens keine EXP und zweitens sind das so optionale Mini-Dungeons und die Bosse da drin, die droppen so gut wie gar nichts. Ja. Und als nächstes müssen wir jetzt eben den Nordbank hin, aber das dann zu gegebener Zeit, sobald wir mal auf 40 sind. Haben wir jetzt auch die nächste Box auch bekommen? Ja. Und ich sehe gerade. Was will der sehen? Was will der eigentlich? Wenn es gleich nichts wird, dann breche ich einfach den Handel ab, weil ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Zeit. Was will er damit? Ich weiß auch nicht, was er da eigentlich genau wollte. Verkaufen wir jetzt erstmal den überflüssigen Kram hier. Ich glaube aber da die 30er Set-Teile, die behalte ich mal. Ja, und da haben wir natürlich eine Box und das können wir dann halt erst ab Level 35 öffnen, aber ich werde das dann immer so nach gegebener Zeit. So, das kann mir. Was? Achso. Allein wäre noch interessant, wenn ich vielleicht sogar noch Hm.
Aber diese zwei Dinge, die sind auch nicht gerade so. Das Gelbe vom Ei. Ich glaube, das war alles. Dann muss ich mal schauen, welche Quest ich jetzt da fahren werde. So, dann nagen wir zuerst mal das Ganze ein. Und da immer noch habe ich noch einige Teile. Da kann ich die zwei eigentlich schon mal rausnehmen, dass ich jetzt dann gleich ja die Farm werde. So nebenbei. Das lagen wir mal ab, das auch. Oh nein, das ist ja sehr eng gebunden. Scheiße. Und die Boots. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, die roten, die pinken Ballons sind sehr eng gebunden, aber die gelben hier nicht. Kann mir das mal einer erklären, wieso das so ist? Weil ich habe echt keine Ahnung. Und das Schwert hier, das kann man nicht verkaufen, das ist da vom Cyclotrop-Event. Weiß auch nicht wieso. Geht einfach nicht. Die Santa-Hetze brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Ich schmeiß die jetzt mal weg. Ist ja eh sehr gebunden, also da spielt das keinen Unterschied. So, dann geben wir noch kurz schnell die Gigantes ab und dann begeben wir uns mal zu den Dampuls. Ich glaube ja, zu den Dampuls. Ich habe mich nur gewundert, das hat mir jemand gerade auf dem RMAN geschrieben. Was wollte ich jetzt schon wieder? Ach ja, das Quest abgeben. Und vielleicht noch ein paar neue Blinkwings kaufen und vielleicht ein neues Schild. Wir haben leider immer noch nicht das Luck 1 zu droppen. Ich muss mal schauen, wie teuer die eigentlich sind. Und zuerst mal die Blinkwings. Wenn wir mal auf, bis man von jedem wieder 10 hat. Bei Flaris noch und 8 Taumblinkwings. Vorteil, wenn gar keine Steuern sind. Weil ich habe da noch so 10 gebundene Awake Scrolls. Die könnte ich noch benutzen. Oder ich würde die generell auf dem Schild benutzen, dass ich da noch tragen kann. Jetzt nicht unnötig Geld für etwas ausgeben, was man da nicht mehr braucht. Das können wir dann mal holen. Wird auf jeden Fall wieder mehr Def geben. Bewecken tue ich es jetzt mal nicht. Ich werde dann mal, falls ich mal so ein Schild droppen sollte, werde ich es mal versuchen. Weil uns so auf Glück wecken, das will ich jetzt auch nicht riskieren. Wenn man Pech hat, kommt da nur Scheiße dabei raus. Und dann hat man dann im Endeffekt ein Set, das schlechter ist, als wäre das. Als hätte man es clean gelassen. So, dann wollen wir einmal zuerst mal. Der eine Typ geht mir wirklich auf den Nerv. Also geben wir mal zuerst mal die Quest ab. Die ganzen Giglante. Und den Rest kann mir dann wieder in Petfood umwandeln. Und das hat jetzt genauso gut 95% gegeben. Und nein, ich will nicht die Kalins. Weil die Quests, die könnte ich nicht mehr sammeln. Oder warte mal, Kalins? Kann ja gar nicht sein. Dann ist das wahrscheinlich wieder eine Fehlübersetzung vom Spiel. Aber nichtsdestotrotz, ich werde jetzt diesen Part an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann jedenfalls im nächsten Part wieder. Tschüss!